Jo, hallo, hier ist nochmal der Dan von den Vorspielern. Ich habe es ja jetzt in dem letzten Mal nicht geschafft, wenn mir Kerrigan dazwischen quatscht. Ich soll hier bei dem neuen Teil von StarCraft 2 mit Kerrigan zusammen eine kleine Brut aufbauen, um Rayna zu retten, den Rainer. Ne? Ja, das versuchen wir jetzt auch. Jetzt brauche ich aber erstmal einen Blutschwan-Pool. Ich habe es letzte Mal nicht geschafft. Ich habe einen taktischen Fehler gemacht. Der ist mir jetzt auch bewusst. Die Königin sind anders als im Multiplayer-Modus nicht da, um den Creep, also um die Larvenproduktion anzuregen. Oh. Sie hat sich in einer Zergbasis verkommen. Kerrigan gefunden. Scheiße. Die Liga hat uns gefunden. Sie werden uns mit allem, was Sie haben, angreifen. Ja, sie werden uns angreifen, deswegen müssen wir uns jetzt stay prepared, stay tuned. Und dann schaffen wir das auch. Und den ersten Teil kann man ja schon mal hochnehmen. So, jetzt haben wir Zeit, das sind Stahlkrabbler da. Nicht wie im Multiplayer muss ich die... An Stachelkrabbler kann ich mich erinnern. Ich kann sie Ah, nicht Kerrigan. montieren. Wir glauben es dir. Was ist los? Ja, nicht um die Larvenproduktion anzuregen, sind die Königin da, sondern hier eigentlich primär zum Heilen. Also es sind wie Medivacs. Und dementsprechend muss ich die dann halt hier bei den Stachelkrabbeln stehen lassen. Sie werden wieder zu uns stoßen, damit die die gleich heilen können. Außerhalb der Höhlen töten. Jo, also hier sind überall Höhlen mit Zerklingen drin, die von mir gerettet werden wollen. Ah, die können sogar in der Luft noch angegriffen werden, das ist natürlich bitter. Ja. So, ich kann mir den jetzt teilen und ich kann hier den Creep verbreiten. Dann werden wir das nochmal tun. So, mal zurück. Ein Overlord brauchen wir und dann bauen wir mal den Schwarm aus. Weil nur so können wir es schaffen und Rayna retten. So. Mehr Arbeiter. Mehr Luftverteidigung, weil hier oben kommen, wie wir eben gesehen haben, auch gleich Benjis. Nee, nicht Benjis, es waren Jäger, Raumjäger. Aha. Hier machen sie schon meine Verteidigung kaputt. Lass mal die Königin mal hier stehen. So leicht kann es gehen. Mehr Königinnen zum Heilen. Mutation abgeschlossen, okay. Und ich brauche auf jeden Fall meine Makro-Hatch, also nochmal ein Hauptgebäude, um mehr Larven zu bekommen, weil ich jetzt hier irgendwie am Minimum rumkrieche. In dieser Höhle sind noch mehr Zerglinge, meine Königin. Mehr Arbeiter, damit ich gleich die Makro-Hatch auch nutzen kann. Oh. Overlords, okay. Was ist los? Es gibt Arbeit. Roger. Und nur die Kerrigan wollte ich eigentlich auswählen. Feuer bereit. Und los geht's.
Ah, wunderbar. Ein paar viele Zerklinge verloren, aber okay. Krieg ist die Hölle. So. Gut, jetzt habe ich auch gleich genug Arbeiter. Mehr kann ich jetzt dann nicht mehr rausholen hier. Ich kann jetzt meine Armee aus Zerklingen aufbauen. Die positioniere ich am besten nochmal um. Eine Reihe ist immer ganz gut. Kerrigan kann ja mit ihrem Blast, den sie da spricht, wunderbar die starken Einheiten rausnehmen. Mal schauen. Und jetzt geht's mit den Zerklingen los. Feuer bereit. So. Einsatzbereit. Ah ja, ich habe ja eben diesen Trick ausprobiert, hat gut geklappt. Die Terraner reparieren ihre Bunker nicht. Das nutzt man natürlich knallhart aus, um hier die so, Bunker einfach anschießen mit ihrem Psychus und dann war es das schon. Dann brauche ich nochmal einen Moment warten und dann ist es eh erledigt. So. Muss es ja nicht schwerer machen als es ist, ne? So, hier ist eine schöne Engstelle, aber hier kann ich es jetzt gerade nicht... Ah, hier ist eine Rampe. Eine große Anzahl an Liga-Truppen nähert sich den Schwarmcluster. Okay. Bauen wir noch mal was zum... Nein. So, das läuft doch jetzt mit den Heilern, läuft das viel, viel besser. Overlord dazu und jetzt kann ich eigentlich schon mal anfangen hier oben anzugreifen. Ich bin ja jetzt sonst gut gesichert hier oben. Ja, Kerrigan haut mir die starken Fahrzeuge weg und damit ist die Sache erledigt. In dieser Höhle sind noch mehr Zerklinge. Ich werde aber jetzt erstmal speichern. Muss ich aber einen neuen Speicherplatz erschaffen. Sonst ist ja mein Speicherplatz vom Originalteil weg. So. Kämpft für eure Königin. Das will ich Ihnen auch raten. Hier ist Kerrigan. So. Ja. Okay, jetzt bräuchte ich nochmal Energie, um den Bunker auszuschalten. Weil es war, das Level war eben nicht ganz so leicht, wie erwartet. Okay. Hier ist Kerrigan. Ja gut, die lasse ich hier zur Verteidigung. Ich denke mal, das was ich hier oben stehen habe, wird schon reichen. Nur zwei Königinnen dazu. Was ist los? Und jetzt gucken wir mal. Marodeure ausschalten. Und dann läuft das schon. Mich hier durch. Scheiße. Ja, jetzt habe ich hier viel Fehler hingelassen. So. Und jetzt überrennen wir auch einfach mal die Basis.
So offensiv habe ich Königin noch nie gespielt. Die Würmer graben gerade Tunnel zu dir. Meine Brut wird bald da sein. Jawohl. Gleich bekommen wir Verstärkung. Und immer schön nochmal. Immer schön nochmal Verstärkung ausbrüten. Obwohl, die kann ich hier komplett hochziehen. Hier ist ja jetzt genug Verstärkung für Kerrigan. Für die Verteidigungslinie. So, mittlerweile müsste auch der Bunker niedergebrannt sein. In Bewegung. Ja, noch ein bisschen. Okay, das war's. Jetzt ist hier unten los. Ein einzelner Tor. Das hätte mir ja auch mal jemand sagen können. Ja. So, Moment, jetzt mal so ein bisschen sammeln hier. Mehr Zerklinge. Mehr von allem. Also erfahrungsgemäß wird ja jetzt, umso weiter es auf das Ende zugeht, die Bedrohung durch die Gegner größer. Dementsprechend platziere ich jetzt nochmal einen Spornenkrabbler. So, jetzt müssen wir mal alle hier auf den gleichen gehen, sonst wird das ja nichts mehr. Ja. So, kommt mal mit. Das Schöne ist jetzt, wenn ich die hier unten ausschalte, bekomme ich jetzt erstmal wieder Zerklinge hier oben mit dazu. Und hier brauche ich nochmal auf jeden Fall Unterstützung. So. Jawohl. Das hat es jetzt für den Gegner nicht leichter gemacht. Panzer stehen in der Reichweite. Meine Brut ist gekommen. Sie unterstehen deinem Befehl, meine Königin. Perfekt. Jetzt müssen wir in ihre Basis und die Kanone zerstören, bevor Jim eintrifft. Gut, also die Brut, die ich dazu bekommen habe, ist jetzt nicht so spektakulär. Streitkräfte in der Schlacht befehligen willst, gibt es eine Möglichkeit, alle zu kontrollieren. Oh, der Spornkrabbler hängt fest. So. Okay. Was ist los? Wollen wir mal hier überrennen, ne? Wir sind ja die Zerg. Jawohl, so muss das aussehen, wenn die Zerg angreifen. Jawohl. Da können die Gegner jetzt auch nichts mehr machen. Ach, da kommen immer mehr. Ah ja, in jedem. Jedem Nydos-Kanal kommt was raus. So. Ah! Der hat sich total verkeilt. Gucken wir mal, dass wir hier drüben meine Kameraden noch befreien. Ich kann eigentlich davon ausgehen, dass mir das auch noch Bonuspunkte bringt, wenn ich den kompletten Schwarm befreie. Ah, hier sind auch noch. Ja, dann hier mit den Truppen wird's reichen. Kann ich hier drüben noch ein bisschen vorrücken?
Ein paar Königinnen bauen. Also normalerweise bräuchte ich jetzt auch noch eine Makro-Hedge. Aber es ist ja gerade eh alles total easy hier. Ich versuche das halt, ich spiele das halt so ein bisschen Multiplayer-mäßig. Noch mehr, meine Zerklinge. Die Brut wird stärker. Jawohl, die Brut wird stärker. So. Immer ein Overlord dabei haben. Also Zerg-Weisheit. Ich hab gleich 200 erreicht. Und jetzt sehen wir mal die Brut, wie sie läuft. Das sind die Zerg. Genau das sind die Zerg. Eine gesamte Brut ist gekommen, um dir zu dienen. Genauso so wollen wir das sehen. Nee, die will ich jetzt noch nicht angreifen. Ich will jetzt erst die Basis auseinandernehmen. Die zwei Süßen können da dran rumhacken, das ist mir egal. Aber ich will erst die ganze Base auseinandernehmen. Lass mich doch hier nicht verarschen. Mal hier drüben, hier sind auch noch. Mein Gott, die habe ich ja total eben außer Acht gelassen. Gut, einen Teil lassen wir gleich hier. Ach, da ist auch Nacktool, die sich wohl selbst steuert. Die Zerglinge haben es so gemacht. Nice. Ja, so muss es laufen. Die Kanone ist zerstört. Die Terraner fliehen zu ihren Schiffen. Tötet sie alle. Niemand von ihnen wird diesen Ort lebend verlassen. Ja, die Königin ist wahrlich zurückgekehrt. Tötet die Terraner. Die Königin? Du hast recht. Ich habe für eine Sekunde vergessen, dass... Ich muss weg von hier. Wir werden auf deine Rückkehr warten. Und da ist das Ding. Jo, hoffe, hat euch gefallen. Das kleine Let's Play von dem brandaktuellen Game Heart of the Swarm hier auf unserem Kanal von den Vorspielern. Und ja, richtig geil. So wollen wir die Zerg sehen. Und ich bin ja, ich als Zerg-Spieler, für mich ist das hier echt ein Fest. Ein Fest der Emotionen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Teil. Ich habe alle Dinge geschafft hier. Bis auf, renden sie in Rendezvous auf den Schwierigkeitsgrad normal sämtliche gefangenen Schwarmköniginnen, bevor Nacktools Streitkräfte eintreffen. Achso, ich hätte keine verlieren dürfen. Egal. Alles klar. Und wenn euch das gefallen hat, dann Daumen hoch. Empfehlt uns weiter und gebt uns weiter und schaut weiter nach, was wir bei unseren Replays haben. Alles klar und Dankeschön. Der Dan ist raus.